Zu diesem Narrativ, Merkel hätte die Grenzen geöffnet. Das haben wir ganz bewusst erstmal gesetzt. Das ist ja nie passiert. Wir als Funktionäre in der AfD, in der Jugendorganisation, das haben wir uns ausgedacht. Das darf man ja nicht vergessen. Die Merkel hat die Grenzen nicht geöffnet. Die Binnengrenzen der EU waren 8 Jahre, bevor Merkel ihre erste Amtszeit begonnen hat, offen. Der Europäische Gerichtshof hat später festgestellt, dass eine Grenzkontrolle innerhalb von Deutschland oder an den Grenzen illegal gewesen wäre, hätte gegen europäisches Recht verstoßen. Dieses Narrativ, Merkel hat die Grenzen aufgemacht, es sind Merkels Tote, das muss man wirklich unter diesem Zusammenhang sehen, dass sich die AfD ausgedacht hat.